Danke, Herr geschätzter Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister, gestatten Sie mir nur eine kleine Anmerkung, weil Sie gefragt haben zu dem Begriff des Verfassungsbruchs im Nationalrat und dann zitiert haben die Universitätsprofessoren, die bestätigt haben, dass das Epidemiegesetz ja so verfassungskonform ist. Das glaube ich auch. Das tut sogar besser wurde, das glaube ich Ihnen alles. Diese Gutachten, ich hätte es auch gern gelesen, bei einer ordentlichen Begutachtung hätte man es wahrscheinlich auch transparent gehabt. Das ist aber nicht der Punkt. Ich glaube, der Verfassungsbruchvorwurf kommt aus etwas anderem heraus, das natürlich die Universitätsprofessoren nicht wissen konnten. Und ich glaube, das bezieht sich auf die Anordnung aus der Bundesverfassung, die ja nicht so trivial ist. Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden. Ja, Artikel 18 Rechtsstaatsprinzip, was nichts anderes bedeutet, dass Sie als oberster Minister für die Vollziehung des Epidemiegesetzes nur dann handeln dürfen und nur dann etwas verordnen dürfen, wenn ein Gesetz das vorsieht. Und das haben Sie nicht gemacht, denn Sie sehen in Ihrer Lockerungsverordnung, die Sie schon in Kraft gesetzt haben, in § 10 Veranstaltungsverbote vor, die nur dann von Ihnen erlassen werden dürfen, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Und die wäre erst mit diesem Epidemiegesetz geschaffen worden. Das heißt, Sie haben nicht aufgrund der Gesetze gehandelt, sondern aufgrund von Gesetzesentwürfen. Und heute werden wir wohl, wie es aussieht, einen Einspruch beschließen, sodass sich das Ganze noch einmal verzögert. Das heißt, Ihr richtiges Vorgehen wäre gewesen, die Verordnung einfach anders zu erlassen, diesen Paragraph wegzulassen und wenn es schon unbedingt notwendig ist, einfach dann insoweit einen Erlass, so wie den Ostererlass, den Sie ja wieder zurückgenommen haben, zu tätigen, damit die Bezirksverwaltungsbehörden sinngleiche Verordnungen erlassen können. Ja? Das ist jetzt keine juristische Spitzfindigkeit, sondern da geht es schon ein bisschen um die Demokratie, weil wir leben hier alle so, dass wir sagen, der Gesetzgeber beschließt etwas und die Vollziehung handelt danach. Und nicht umgekehrt, die Vollziehung handelt einfach und tut etwas und kümmert sich gar nicht darum, was der Gesetzgeber macht. Das ist genau der Verfassungsbruch, von dem die Rede war.